Ja, Ole Einer, wir haben gerade den Vergleich gesehen. Sind Sie am Ende zufrieden? Sie sind ja ein Perfektionist mit diesem letzten Schießen gegen Michael Greiß. Ja, es war fantastisch. Das war ein richtiger Thriller und es war sehr spannend zum Ende. Und dieses Jahr ist quasi jede Staffel Ehrenmassenstart ganz spannend und heute war er gleich was. Sie streben immer nach Höherem. Jetzt haben Sie 4 Weltmeistertitel hier gewonnen, sind der Beste in der Weltcup-Gesamtwertung. Ist ein Ole Einer Bjørndalen endlich mal zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich war zufrieden mit meinem ersten Gold. Das ist Weltmeisterschaft, erstmal habe ich gewonnen, das hatte ich nicht geglaubt durch diese Saison, aber und dann ist das locker gegangen und ich habe wirklich eine super Form jetzt. Wenn ich eine Mütze auf hätte, ich würde sie ziehen, würde mich vor Ihnen verneigen. Was machen Sie jetzt? Gibt es eine Feier bei den Norwegern oder wird immer wieder nur nach vorne geschaut, weiter trainiert? Logisch, heute wird das eine große Feier sein, und aber viele fahren ab heute Nacht und ich fahre ein bisschen später. Und ja, im Frühling wird das eine richtige Feier, aber das wird schon gefeiert heute Abend. Haben Sie die Chance, vor Vancouver noch mal kurz nach Hause zu fahren zur Frau und auch dort ein bisschen zu feiern? Ich hätte gerne zu meiner Frau, sie ist in Hannover, beim ihres Pferde jetzt. Aber ich hätte gerne sie besuchen, aber ich fahre leider direkt nach Vancouver und vorbereite mich für den nächsten Weltcup. Okay, Vorfreude auf die Feier ist die schönste Freude. Wir bedanken uns recht herzlich, wünschen Ihnen weiterhin viel Glück. Dankeschön, Ole Einer. Danke. Medaille zu feiern für die deutsche Staffel. Für Christoph Stephan. Für Arndt Peiffer, für Michael Greiß und für Michael Rösch. Das anspruchsvolle Ziel von Frank Ulrich war es, hier 2 Einzelmedaillen und eine Staffelmedaille zu gewinnen. Jetzt ist es die Silbermedaille von Christoph Stephan geworden und die Bronzemedaille mit der Staffel. Dazu die halbe Bronzemedaille gewissermaßen mit der Mixed-Staffel. Also das angepeilte Ziel wurde zwar knapp verpasst, aber ich denke, einiges davon ist auch den widrigen Umständen hier zuzuschreiben. Die Bilanz für die deutsche Männermannschaft fällt dank dieser Bronzemedaille heute durchaus positiv aus. In Österreich wird gefeiert. Felix Austria, Daniel Mesotic, Simon Eder, Dominik Landertinger und der Schlussläufer Christoph Sumann. Die werden es heute Abend im Hotel Green Pia, hier 10 Minuten von der Strecke entfernt, wahrscheinlich so richtig krachen lassen. Vor allem natürlich wegen des Doppelsieges gestern im Massenstart. Aber hier deutet sich doch schon an, dass den Athleten ein bisschen ein Stein vom Herzen fällt. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wurden hier gerade die Zimmernummern ausgetauscht, wo heute Abend also gefeiert wird. Morgen früh allerdings geht es ganz, ganz früh zwischen 6 und 7 Uhr los nach Seoul mit Bussen. Und dann werden die Mannschaften so um 13, 14 Uhr Ortszeit hier zurückfliegen nach Deutschland, um dann am späten Nachmittag deutscher Zeit zurück sein in Mitteleuropa. Silber also für Österreich. Zum ersten Mal in der Geschichte, dass eine österreichische Staffel Silber gewinnt. Bronze, das gab es schon einmal. Und die Weltmeister 2009 in der Staffel, die kommen aus Norwegen. Und das, obwohl sie 2 Strafrunden laufen mussten. Also da mit den goldenen Mützen konnte man bis jetzt nur Ole Einer Bjørndalen sehen. Jetzt tragen sie auch Emil Svendsen, Lars Berger und Halvard Hannevold. Halvard Hannevold, der mit 39 Jahren hier eine weitere Medaille in seine Sammlung fügt. Bis 2010 möchte Hannevold noch weitermachen. Wir gratulieren den Weltmeistern Lars Berger, der den Rückstand, der nach Svendsens Strafrunden entstanden war, wieder zugelaufen hatte. Und Bjørndalen, der hat dann gekontert, hat sich nicht wie gestern die Butter vom Brot nehmen lassen. Also herzlichen Glückwunsch an den neuen Weltmeister, an Norwegen.